Es ist mir eine große Ehre, unseren nächsten Referenten anmoderieren zu dürfen, den Neurobiologen und vermutlich bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, Professor Dr. Gerhard Hüther. Seit Jahrzehnten setzt er sich mit seiner Forschungsarbeit, aber auch mit seiner Wissensvermittlung über zahlreiche Bücher und Veröffentlichungen unermüdlich, unter anderem für eine gesunde Entwicklung und Entfaltung unserer Kinder ein. Umso mehr freut es uns, ihn gerade jetzt, in dieser schwierigen Zeit, erneut als Referenten auf den Gesundheitstagen der GGB begrüßen zu dürfen. Denn der eng abgesteckte Rahmen, in den Kinder häufig durch Erziehung und Bildungswesen gepresst werden, zieht sich aktuell auf bisher ungeahnte Weise noch enger zusammen. An dieser Stelle möchte ich gerne die deutsche Sängerin Sarah Lesch zitieren, die diesen Rahmen im Jahr 2015 in ihrem Lied Testament folgendermaßen beschrieben hat. Achtet auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Was schon so lange ein Problem war, erreicht mit der sogenannten Generation Corona eine völlig neue Dimension. Immer wieder hört man davon, wie toll die Kinder das doch alles mitmachen, wie brav sie ihre Maske tragen, wie selbstverständlich sie die Abstandsregeln einhalten, sich die Hände waschen. Doch was passiert in so einer Kinderseele, die an ein enges Korsett aus sozialer Isolation und Hygienewahn gesperrt wird? Was geschieht mit Kindern, von denen man erwartet, dass sie sich verhalten wie kleine Erwachsene? Ohne zu hinterfragen, ohne kindliche Spontanität und Neugier, gut angepasst an eine medikalisierte Welt. Welche Auswirkungen haben die Corona-Maßnahmen auf unsere Kinder? Und welche Bedeutung haben diese Auswirkungen für unsere gesamte Gesellschaft? Wenn schon Hermann Hesse so treffend formulierte, es gibt nichts Wunderbareres und Unbegreiflicheres und nichts, was uns fremder wird und gründlicher verloren geht, als die Seele des spielenden Kindes. In diesem Sinne möchte ich Professor Dr. Hüther, wenn auch digital, ganz herzlich im Dr. Max-Otto-Brucker-Haus willkommen heißen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Gesundheitstage oder dieses Livestreams, ich freue mich sehr, dass Sie sich dazu entschlossen haben, jetzt mir ein bisschen zu lauschen. Ich halte normalerweise nicht gerne Vorträge für die Kamera, aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, Sie säßen da alle dahinter. Entschuldigen muss ich vielleicht vorher sagen, dass ich hier also ein blaues Auge habe. Das ist völlig ungefährlich, aber ich bin beim Spazierengehen in einen Ast gelaufen, der da irgendwo zu weit vorstand. Also das soll Sie nicht so sehr irritieren. Das, worüber wir uns heute ein bisschen unterhalten wollen oder wo ich versuchen will, Ihnen ein paar Möglichkeiten zu bieten, ist besser, vielleicht besser zu verstehen, das sind unsere Kinder, die junge Generation, die jetzt in diese Welt hineinwächst und die etwas erleben muss, was es wahrscheinlich in der ganzen Weltgeschichte noch nie gegeben hat. Und das besteht darin, dass die auf einmal von heute auf morgen ihre lebendigen Bedürfnisse gar nicht mehr stillen können. Also lebendige Bedürfnisse, ich bin ja Hirnforscher, lebendige Bedürfnisse sind eigentlich das, was uns erst richtig lebendig macht. Also Wünsche und sowas, das kann man sich ja kaufen, aber dann gibt es ja auch Grundbedürfnisse. Also die körperlichen kennen wir ja, also Essen, Schlafen, Trinken und so weiter. Aber es gibt ja auch seelische Grundbedürfnisse. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir kommen mit einem ziemlich unfertigen Gehirn zur Welt. Und dieses Hirn verkabelt sich erst im Laufe des Heranwachsens und dann auch im Laufe des späteren Lebens und maßgeblich für die Art und Weise, wie sich diese Verschaltungen da oben aufbauen, sind die Erfahrungen, die wir da machen. Und jetzt verrate ich schon mal so ein kleines Geheimnis, weil einem das dann oftmals sehr gut helfen kann, andere Menschen besser zu verstehen, was sich das Gehirn merkt und was es in Strukturen dort oben im Hirn dann auch festhält. Das sind nicht die Probleme, die wir im Leben haben, sondern das sind die Lösungen. Und das ist auch sehr vernünftig so.
Würde ich auch so machen, wenn ich das Hirn konstruieren müsste. Was soll sich das Gehirn all diesen Quatsch merken, den man da an furchtbaren Sachen erlebt hat? Was es sich merken muss, ist, wie man da wieder rausgekommen ist. Und das wird dann im Hirn kräftig verankert. So, und jetzt stellen wir uns einfach mal einen 7-jährigen Jungen vor, also mich, vor 70 Jahren so ungefähr, ein bisschen mehr. Und der ist jetzt so richtig dabei, ist gerade in die Schule gekommen, ist gerade dabei und entdeckt seine Möglichkeiten, hat sich bis dahin das ganze Wissen und Können, was er hat, im Wesentlichen durch spielerisches Ausprobieren angeeignet. Manchmal ist er auch belehrt worden, aber das hat ihm sowieso nicht so gut gefallen. Und jetzt ist er eigentlich auf nichts anderes aus, als gemeinsam mit seinen Kumpels, weil jetzt erwacht auf einmal auch dieses Bedürfnis, zu so einer kleinen Peergroup dazu zu gehören. Mit seinen Kumpels will der jetzt die Welt entdecken. Spielerisch draußen, auf dem Fußballplatz, im Wald, beim Feuerwehrverein, beim Sportverein, zur Not auch in der Schule. So, und geht das alles nicht mehr. Also, der ist aber auch noch so, dass er auch gerne mit der Oma gekuschelt hat. Also die hat er immer regelmäßig besucht, die wohnt auch nicht so weit weg. Und das geht jetzt auch nicht mehr. Und das heißt, er hat ein Problem. So, und das tut ihm auch weh, weil das ist nicht so ganz banal, wenn man ein lebendiges Bedürfnis in sich unterdrücken muss. Also stellen Sie sich mal vor, ich müsste jetzt so mein Bedürfnis irgendwie... Ich bin ja Biologe, also mein Bedürfnis, da draußen diese Vielfalt des Lebendigen, ne? Also immer wieder neu zu erkunden, das müsste ich jetzt unterdrücken. Also ich bin jetzt 70 und wenn ich jetzt 7 wäre und das ein Jahr lang machen würde, dann entspricht das einem Zeitraum bei mir als 70-Jährigen, als ob ich das 10 Jahre mache. Da ist klar, in 10 Jahren ist das weg, das halte ich gar nicht so lange aus. Das heißt, ich bin nach 10 Jahren unter Bedingungen des Lockdowns nicht mehr wiederzuerkennen. Und es ist leider so, dass wir das wahrscheinlich auch für unsere heranwachsenden Kinder und Jugendlichen sagen müssen. Das macht einfach was mit denen. Die müssen diese lebendigen Bedürfnisse unterdrücken, sonst tut es ihnen weh. Also diesen Schmerz, den kann man nicht so gut aushalten, wenn man mit der Oma kuscheln kann und es geht nicht. Und wenn man mit den anderen draußen spielen will und es geht nicht. Und da ist das nicht so entscheidend, dass der andere sagen, dass man das jetzt nicht kann, sondern das eigentlich richtig Schlimme ist, dass man es selbst nicht mehr will. Weil man ja weiß, Kinder sind unglaublich verantwortungsbewusst. Man weiß ja, dass man die anderen gefährdet. Man ist ja auch so einsichtig. Man möchte sich ja auch so gerne um die anderen kümmern und auf keinen Fall irgendwas tun, was die in Gefahr bringt. Also die Oma nicht und natürlich auch nicht die vielen alten Menschen in den Altersheimen. Also setzt man sich die Maske auf, hält Abstand und versucht ganz tapfer dieses Bedürfnis, mit der Oma zu kuscheln oder mit den Kumpels zu spielen, zu unterdrücken. Geht so am Anfang nicht ganz so schnell. Also braucht man schon eine Woche, 2, vielleicht 3. Und irgendwann hat man es geschafft. Dieser Versuch, ein lebendiges Bedürfnis im Hirn zu unterdrücken, führt dazu, dass das ein irrsinniger Energieaufwand ist. Also das kennt jeder, der mal versucht, so ein Bedürfnis zu unterdrücken, was er hat. Da ist man am Abend total fertig, wenn man immer zu will und nicht darf und nicht oder sich selber sagt, dass man zwar will, aber doch nicht das umsetzen will. Also diesen riesen Energieaufwand, den hält dann das Hirn auch nicht mehr so gut aus. Und dann geht das fast wie ein Automatismus, dass sich dann neue Nervenfasern bilden. Jedes Mal, wenn es dem Jungen gelungen ist, wieder mal tapfer sein Bedürfnis zu unterdrücken und brav die Maske aufzusetzen, wächst das so ein Stückchen weiter. Und dann wächst sozusagen das Bedürfnis zu. Also das hört sich total blöd an, aber das sind hemmende Verschaltungen, die diese Bereiche im Hirn, wo das Bedürfnis generiert wird, zudeckeln, hemmen. So, und dann ist Bedürfnis weg. Jetzt braucht er sich keine Mühe mehr zu geben. Der Gedanke, mit der Oma zu kuscheln, taucht schon gar nicht mehr auf und mit den Freunden will es auch nicht mehr spielen. Wunderbar. Und jetzt kann das Kind alles ordentlich einhalten. Also den ganzen Tag mit der Maske, immer schön mit Abstand. Und oftmals sind die Kinder dann so gut, dass dann Erwachsene kommen und sagen, guck mal, die machen das ja besser als wir.
vernünftiger als wir sind die. Aber die Erwachsenen, die das erzählen, die machen sich natürlich nicht klar, was der Preis dafür ist. Das ist ein Kind, was seine lebendigen Bedürfnisse unterdrückt hat. Wenn ich es mal ein bisschen hart übertreibe, dann ist dieses Kind jetzt einem digitalen Gerät immer ähnlicher geworden, also so einem digital gesteuerten Roboter oder Automaten, weil diese Geräte zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie keine Bedürfnisse haben. Die hatten auch noch nie welche. Und deshalb funktionieren die so perfekt. Wenn man da einprogrammiert oder wenn die das verstehen würden, also gibt ja auch inzwischen solche, die das verstehen, sagt man, Alexa, setz dir bitte deine Maske auf, dann macht es Alexa. Gibt es keinen inneren Widerspruch, Alexa wehrt sich nicht. Alexa ist ein digitales Gerät. Und wenn sie entsprechend das kann mit der Maske, technisch, dann wird sie das tun, weil sie funktioniert eben. Ne? Und diese, wir finden die auch toll, diese digitalen Geräte, weil die immer funktionieren. Die können sich mehr merken als wir. Die haben keine schlechte Laune. Die können Tag und Nacht in der Firma als Automaten da Autos bauen. Gibt es keinen Augenblick, wo so ein Roboter da irgendwie aus sich selbst heraus sowas wie Eigensinn entwickelt. Wo das sagt, mache ich jetzt nicht mehr mit, reicht mir. Und so haben wir dann Kinder, die auch keinen Impuls mehr haben zu sagen, nee, mache ich nicht mehr mit, reicht mir. Sondern total brav, also unglaublich brav. Besser als die Erwachsenen. Weil das liegt daran, dass die Erwachsenen, also ich zum Beispiel, bin 70. Und ich habe also 50 Jahre meines Lebens habe ich, fast 70, also 69 Jahre meines Lebens habe ich damit verbracht, immer wieder zu gucken, wie ich meine Bedürfnisse stelle. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein Jahr das nicht mache, das macht mir nichts. Aber ein Kind, was erst 7 ist, ein Jahr, das ist so viel wie 10 Jahre in meinem Leben. Also da passiert im Augenblick was und wir müssen uns ernstlich überlegen, wie wir den Kindern helfen können, da jemals wieder rauszukommen. Ich nehme an, dass wir das alle nicht wollen, dass wir nicht eine Gesellschaft werden wollen, wo jeder im Gleichschritt mit den anderen geht, weil das jetzt auch aus irgendwelchen gesundheitlichen oder anderen Gründen erwünscht ist. Und deshalb heißt die Frage eigentlich nicht so sehr, wie können wir jetzt diese ganzen Maßnahmen einstellen, sondern die Frage heißt unter den gegenwärtigen Bedingungen, wie können wir unsere Kinder so stärken, dass die doch irgendwie nicht gezwungen sind, ganz so sehr diese lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken. Und das ist eine spannende Frage. Eigentlich will ich darüber mit Ihnen reden, nicht über diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt oder nicht. Weil das sieht dann auch sehr traurig aus. Ich bin Biologe, ich weiß, dass man ein Virus nicht kontrollieren kann. Und eine Gesellschaft, die sich einbildet, sie könnte ein Virus besiegen oder es unter Kontrolle kriegen, da kann ich nur sagen, also die wissen nicht, wovon sie reden. Also die Viren sind ja viel älter als wir. Seit 100.000 Jahren, seitdem es uns Menschen gibt, leben wir mit den Viren zusammen und haben immer wieder irgendeine Art gefunden, uns mit denen auf irgendeine Art und Weise zu einigen, so dass die Viren leben können und wir auch leben können. Und deshalb, glaube ich, sind wir auch ein bisschen so einem Machbarkeitswahn anheimgefallen. Das hat viel mit Angst zu tun, nebenbei gesagt. Weil in dem Augenblick, wo man Angst hat, versucht man Kontrolle zu kriegen. Also versucht man das Geschehen, was da einen so ängstigt, unter Kontrolle zu kriegen. Bei so einem Virus ist das ziemlich doof, ahnt man schon. Also wenn jetzt ein Löwe vor der Tür sitzt und wir gehen jetzt zusammen raus, machen Tür auf, sitzt ein Löwe, haben wir auch Angst, aber machen wir sofort die Tür wieder zu und rufen irgendeinen Verein an, der diesen Löwen einfängt. Das heißt, da ist die Angst, wenn sie dann so konkret ist, da weiß man meistens, was man machen soll. Und dann macht man das, ist auch gut. Und das Hirn merkt sich, aha, Löwe, Tür zu, gut. Und wenn ich jetzt aber im Bett liege und mir vorstelle, dass ein Löwe vor der Tür sitzt, also nicht nur vor der Tür, sondern vor allen Türen und vor den Fenstern auch noch, und mir dann noch einer erzählt, es ist eine ganze Löwenherde ausgebrochen und die haben schon seit einer Woche nichts zu essen gehabt und die sitzen jetzt alle vor meinem Haus und vor den Fenstern, wenn ich das im Bett mir nur vorstelle, dann wird es schwierig, weil da kann ich keine Tür zumachen. Das heißt, gegen die vorgestellte Angst kann man sich eigentlich gar nicht wehren. Und deshalb ist das so problematisch, wenn man Angst schürt, weil Menschen dann mit dieser Angst nicht umgehen können und
die Chance dann relativ groß ist, dass Sie sagen, oh, jetzt bitte sag uns irgendjemand, am besten Experten oder irgendjemand, der sich auskennt, was wir jetzt machen sollen, weil die Angst ist so groß. Und dann hängen sich die Leute eben an jeden Strohhalm und jede Maßnahme, die dann verkündet wird, die dann dazu führen soll, dass das ganze gefährliche Szenario beendet wird, die wird dankbar angenommen. Und da denkt man dann eben auch tatsächlich, es wäre möglich, dann dieses Virus zu besiegen. Erklärt man dem Virus den Krieg und dann geht's los. Ich kann nur sagen, etwas Lebendiges kann man überhaupt nicht besiegen. Das ist ja das Wesensmerkmal des Lebendigen, dass man es nicht bändigen kann, dass man es nicht nach seinen Vorstellungen zurechtmachen kann. Das kennt ja auch jeder, der mal versucht hat, irgendeinen anderen Menschen zu verändern. Der ist ja auch lebendig. Und trotzdem erzählen wir uns gegenseitig, das ginge. Also, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin verändere, weil die mir so, wie sie ist, nicht so ganz passt. Oder was wir auch gerne versuchen, ist, unsere Kinder zu verändern, dass sie endlich so sind, wie wir es uns wünschen. Unsere Eltern hätten wir auch gerne mal verändert. Ja? So, und die Führungskräfte, die wollen dann ihre Mitarbeiter verändern und die Lehrer wollen ihre Schüler verändern und die Schulleiter ihre Lehrer. Also das ist eine ziemlich bescheuerte Vorstellung, dass man einen anderen Menschen verändern kann, aber die scheint so zu sein, als sind wir bereit, an diese Vorstellung zu glauben, bis es irgendwann mal wirklich vielleicht so weit ist, dass es da oben dämmert und man einsieht, dass das nicht geht. Das Leben kann man nicht kontrollieren und Menschen kann man nicht verändern. Also Menschen können sich verändern, das ist wohl richtig. Aber indem ich sie jetzt mit solchen Methoden, also ich jage ihnen Angst ein und dann sage ich ihnen, wo der Ausweg ist, oder ich gebe ihnen Belohnungen, wenn sie sich so verhalten, wie ich das wünsche, oder ich verteile Bestrafungen, wenn sie anders sind, das hat dann nichts mit der Veränderung dieses anderen zu tun, sondern das ist eine Abrichtungsmethode. Damit baue ich mir ein anderes Gegenüber auf, was nach meinen Vorstellungen nun endlich so zu sein scheint, wie ich mir das wünsche. Aber im Inneren ist das immer noch dasselbe. Der wird nur darauf warten, dass ich endlich abkratze oder dass ich endlich die Mücke mache oder nicht mehr da bin. Und dann macht er weiter wie bisher. Das ist keine Veränderung, sondern das ist ja sowas Ähnliches wie das, was die Obstbauern mit ihren Äpfelbäumchen machen, da unten in Südtirol. Spalierobst nennt man das ja. Und da werden die festgebunden, die Äste. So kann man das dann machen und dann mit dem Ziel, möglichst viel Ertrag dabei zu erreichen. Und dieser Terminus technicus, dieser Fachbegriff für das, was die Obstbauern da machen, wenn sie die Äste festbinden an diesen Drähten, der heißt Erziehung. Und da kriegt man so ein bisschen eine Vorstellung, was damit gemeint ist. Die haben dann auch noch einen Erziehungsschnitt. Da werden dann die Äste, die nicht sich festbinden lassen, die werden abgeschnitten. Und wenn man die Vorstellung hat, dass man ein Kind in dieser Weise erziehen muss, also nach seinen Vorstellungen so ausrichten, dass es maximalen Ertrag bringt, dann kriegt man dann halt so ein Äpfelbäumchen. Es hat dann diese Struktur. Und das machen die Apfelbauern da unten natürlich nicht. Aber wenn man den jetzt rausnehmen würde aus dieser Spalier und würde ihn auf die Wiese stellen, dann dauert das 3 Jahre und dann hätte der sich wieder gestreckt und dann wäre es wieder ein Apfelbaum. Das heißt, richtig kontrolliert hat er ihn nicht, beherrscht hat er ihn auch nicht, verändert hat er ihn auch nicht. Er hat ihn nur in eine Form gezwungen, die sich anschließend, weil sich das Leben nicht in Formen zwingen lässt, wieder frei entfaltet. Das ist Potenzialentfaltung. Das ist die Grundeigenschaft des Lebendigen. Man kriegt es nicht in den Griff. Aber wir bilden uns das nun schon seit einigen Jahrhunderten ein, dass wir das könnten. Deshalb ist das vielleicht eine ganz große, wichtige Lernerfahrung, die wir aus dieser Corona-Zeit mitnehmen können, dass wir doch offenbar mit bestimmten Vorstellungen unterwegs waren, die nicht so günstig waren. So, was machen wir nun? Aber jetzt haben wir die Kinder, die tragen die Masken. Ich sehe manche, die also sogar die Maske auflassen, wenn die ganz alleine auf dem Weg nach Hause aus der Schule laufen. Da könnten sie die doch eigentlich abnehmen. Da können sie niemanden mehr gefährden. Aber es ist so tief drin, dass sie selbst dort, wo es nicht mehr nötig ist, die Maske aufsetzen. Nebenbei gesagt, einige Erwachsene machen das auch so. Da frage ich mich auch, was die dazu bringt, eine Maske aufzusetzen, wenn sie ganz allein im Auto sitzen. Oder im Wald herumlaufen. Das ist auch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. So, Stärken haben wir gesagt. Stärken kann man nur, wenn man den Menschen die Angst nimmt. Die Angst, was sie da alles anrichten könnten mit dem Tun. Die Angst, selber krank zu werden, andere anzustecken.
Das Mittel gegen die Angst heißt deshalb Stärkung. Und die schönste Form der Stärkung ist, dass man das wiederfindet, was man in so einer angstbesetzten Vorstellungswelt natürlich verloren hat. Das ist das Vertrauen. Also Vertrauen müsste man, das müsste man wieder haben. Und dann könnte man wahrscheinlich so manche Situationen auch ein bisschen aushalten und würde nicht gleich wie so ein aufgescheuchtes Huhn da über den Hühnerhof laufen. Und da gibt es bei uns Menschen drei wunderbare Vertrauensressourcen. Kennen Sie alle. Das eine ist das Vertrauen in meine eigenen Kompetenzen. So, also, dass man irgendwie weiß, hat schon mal ein paar Probleme im Leben gegeben, habe ich alle gut hingekriegt. Ne? Ausguss war schon ein paar Mal verstopft, habe ich mir das Werkzeug geholt und habe den wieder durchgängig gemacht. Und so kann ich also das nächste Mal, wenn der wieder verstopft ist, dann und der Klempner nicht kann, dann kann ich mir selber helfen. So, also das sind tolle Ressourcen, auf die man dann zurückgreifen kann. Das Vertrauen, dass wenn es nicht funktioniert, dass man dann sich zurücklehnt und sich fragt, ja, vielleicht kriege ich es doch hin und greife ich dann auf meine Kompetenzen zurück. So, nur mal in Klammern. Das ist ein ziemlich dünnes Brett geworden, diese Eigenkompetenzen. Ich kenne unglaublich viele junge Leute, die haben diese Lebenskompetenzen nicht mehr. Die kriegen Panik, wenn der Ausfluss verstopft ist. Und die stürzen sich am liebsten aus dem Fenster, wenn das Smartphone nicht mehr funktioniert. Also die wissen sich gar nicht mehr zu helfen. Und das kommt daher, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir Kinder auf eine Art und Weise ins Leben begleiten, wo die Erwachsenen auch wieder aus Angst, dass ihnen was zustoßen könnte, wie die Helikopter da dauernd unterwegs sind und aufpassen, dass die auf Schritt und Tritt nicht nur bewacht werden, sondern dass ihnen auch alle Steine und alle Gefahrenstellen und alle Probleme aus dem Weg geräumt werden. Ja, wunderbar, dann wachsen daher Kinder und Jugendliche heran, die haben noch nie ein richtiges Problem gehabt und die konnten natürlich auch nicht lernen, wie man Probleme löst. So. Das mit anderen Worten, wenn Sie das jetzt alle verstanden haben, werden Sie fortan Ihren Kindern so viele Probleme machen, wie Sie nur können. Das wäre die richtige Lösung. Weil dann können die Kinder lernen, wie man Probleme löst. Was sie nicht machen sollten, deshalb ist das vielleicht noch wichtig an der Stelle, genauso schlimm wie wenn man gar keine Probleme hat, ist es, wenn man als Kind mit Problemen belastet wird, die man gar nicht lösen kann. Das machen auch viele Eltern. Und dadurch entsteht wieder ein Kind, was nicht weiß, wie es Probleme lösen soll, wenn das konfrontiert ist mit diesen Konflikten, die seine beiden, die Mama und Papa da miteinander haben, weil die nicht miteinander klarkommen. Das gehört nicht in die Kinderaufgaben, dass sie Mama und Papa sozusagen dazu bringen, dass die endlich zur Vernunft kommen. Das Kind kann auch nichts machen, wenn die Mama oder der Papa von der Arbeit kommt und sagt, ich will das, ich kann nicht mehr, es ist mir alles zu viel und jetzt haben sie mich wieder gemobbt und das ganze Leben macht keinen Spaß. Also für die Unzufriedenheit und die Lebensuntüchtigkeit der eigenen Eltern, das ist auch ein bisschen viel für die Kinder, wenn man die damit belastet. Also ahnt man schon ein bisschen diese Ressource, eigene Kompetenzen ist ziemlich dünn geworden. Dann müsste man die zweite angucken. Wenn man alleine nicht mehr weiterkommt, dann heißt es, wissen wir alle, dann guckt man, ob man nicht ein paar Kumpels findet, mit denen man es gemeinsam hinkriegt. So. Das mache ich auch, frag häufig Menschen so auf der Straße oder wenn ich mal Gelegenheit habe. Haben Sie denn eigentlich jemanden, der Ihnen hilft, wenn Sie nicht mehr weiterkommen? Und dann erfahre ich, die haben viele Bekannte. Die haben manchmal sehr viele Freunde auf Facebook oder in den Chatrooms. Aber wenn ich dann sage, aber wer kommt denn jetzt, wenn es wirklich mal ernst ist? Dann wissen sie es nicht. Oftmals haben sie nicht mal jemanden, dem sie überhaupt erzählen können, was sie für ein Problem haben. Das heißt, diese Ressource, nämlich, dass ich, wenn ich alleine nicht mehr weiter weiß, mit anderen Menschen vielleicht so ein Problem dann lösen kann, ist in unserer gegenwärtigen Zeit auch unglaublich dürre geworden. Also ein richtig brüchiges Fundament kommt wahrscheinlich daher, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo uns immer wieder eingeredet worden ist, wir müssten uns behaupten, wir müssten uns durchsetzen, wir müssten besser sein als die anderen. Und wo wir auch nicht so oft Gelegenheit hatten zu spüren, wie schön das ist, wenn man sich gemeinsam auf den Weg macht und gemeinsam ein Problem löst. Das ist diese Individualistengesellschaft, wo jeder sich selbst der Nächste ist und ja, ist die zweite Ressource halt auch nicht so gut ausgeprägt. Und die dritte, da will ich am liebsten gar nicht drüber reden, das ist die, die man immer dann einsetzen kann, wenn man
in solche schwierigen Situationen kommt, wenn man mit den eigenen Kompetenzen nicht mehr weiterkommt und wenn es auch niemanden gibt, der einem hilft. Das ist dann diese ganz besondere Vertrauensressource, die immer geht und die kaum jemand hat, speziell in unserer gegenwärtigen Welt. Und diese Vertrauensressource heißt, ich bin davon überzeugt, dass es wieder gut wird. Also irgendwie wird es wieder gut. Früher haben sie gesagt, ich weiß, dass der liebe Gott schützend seine Hand über mich hält. Ist auch okay. Also auch wurscht, wie man das nennt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in der Natur so eingebunden und so beschützt bin, dass mir nichts passieren kann. Auch okay. Manche spirituelle Leute sagen, sie sind kosmisch verbunden und der Kosmos passt auf sie. Ist mir auch egal. Ist egal, wie man es nennt, aber man hat etwas, was über dieses kleine Ego hinausgeht und sogar über diese andere Ressource, dass man mit anderen gemeinsam das löst. Und das bedeutet, unsere drei Vertrauensressourcen, über die wir als Menschen verfügen, sind so dünn geworden. So, und da stehen wir nun größtenteils drauf, auf diesem dünnen Brett. Und dann kommt Corona oder die Vorstellung, wie gefährlich Corona ist, und dann krachen wir kollektiv ein. So, das ist schlecht. Und deshalb Vertrauen stärken. So, wie geht das? Und da müssten wir uns ja verändern. Jetzt sind wir wieder bei diesen Apfelbäumchen und dem Obst, wenn man so festgebunden ist. Dann hat man, wenn man so festgebunden bleibt, also schon zu Hause ist es losgegangen, dass man gesagt gekriegt hat, was man zu tun und zu lassen hat. Und in der Schule ist es dann weitergegangen. Dann ist noch Corona dazugekommen, noch mal ein ganzes Jahr so. Und dann am Ende identifiziert man sich mit diesem so gewordenen Baumwuchs. Und dann sagt man, ich bin so einer. Also ich funktioniere immer. Und ich werfe ordentlich Obst ab. Ich bin jetzt Professor für Neurobiologie und ich habe sowas gebracht. Ich habe auch ein Haus und eine Frau und ein Kind und jedes Jahr mache ich dreimal im Jahr Urlaub und zeige allen anderen, wie toll ich das Leben gemeistert habe. Ja, toll, wunderbar. Der kommt aus seiner Apfelbaumstruktur überhaupt nicht wieder raus. Der müsste wieder auf die grüne Wiese und mal gucken, was er da eigentlich mit diesen Ästen macht und ob da vielleicht doch nochmal was in eine andere Richtung wachsen kann. Das heißt, wir haben alle diese Erfahrung gemacht, dass wir beim Hineinwachsen in die Welt eigentlich nicht, also wir hatten nicht das Gefühl, dass wir die Gestalter unseres eigenen Lebens sind. Also ganz am Anfang schon, so bis 3, 4, bevor die angefangen haben, uns zu erziehen. Aber dann mussten wir doch irgendwie, das ist auch ganz logisch, das liegt auch nicht nur an den Eltern oder an der Schule, das liegt daran, dass wir in eine Gesellschaft hineinwachsen, wo es bestimmte Erwartungen gibt, wie man sich zu verhalten hat, damit man da dazugehören darf und da drin auch irgendwie zurechtkommt. Und das hat uns dann alle dazu gebracht, dass wir versucht haben, so gut wie möglich zu funktionieren. Und da hat das auch dazu geführt, dass wir jetzt auch nicht so sehr viele Ressourcen haben gegen das, was uns da bedroht, und dass wir deshalb so schnell in die Angst kommen, und dann fällt uns auch nichts anderes Dümmeres ein, als dass wir jetzt alles kontrollieren wollen. Und die Deutschen besonders. Also es ist ja beeindruckend, dass wir die Nation auf der Welt zu sein scheinen, die also besonders kontrollwütig sind. Das sind wir sogar in der ganzen Welt bekannt dafür, dass der deutsche Perfektionismus und die DIN-Normen und die ganzen genauen Vorschriften, die man alles so braucht, das kommt alles von uns. Also man könnte sagen, die Tatsache, dass es hier so viele Leute gibt, die davon überzeugt sind, dass alles kontrolliert werden muss, ist Ausdruck der besonderen Erfahrung, die in diesem Kulturkreis von den Menschen gemacht worden ist, bei der Bewältigung von Ängsten. Und das ist hier nicht so günstig gewesen. Das erzähle ich aber vielleicht mal in einem anderen Vortrag. Das hat was mit dem 30-jährigen Krieg und den Auswirkungen des 30-jährigen Krieges zu tun und der Tatsache, dass wir so ziemlich das einzige Land sind weltweit oder die einzige Kultur sind, die in ihrer spirituellen Ausrichtung in zwei Lager zerfallen ist. Im Norden ist evangelisch, im Süden ist katholisch, beides ist christlich und trotzdem kommen die beiden nicht zusammen. Das spaltet einen sozusagen im Inneren, wenn es darum geht, gemeinsam so ein Anliegen zu verfolgen oder eine Ausrichtung zu verfolgen, mit der man sich gegenseitig stärken kann. Gut, aber das ist Vergangenheit, und Zukunft heißt, was machen wir denn jetzt?
Also jetzt sind wir alle auf irgendeine Art und Weise funktionalisiert, haben uns selbst funktionalisiert, kaufen uns auch dauernd irgendwelche Geräte, die wir da irgendwo dran binden, wo wir uns noch besser selbst optimieren können. Das Ergebnis davon ist eben, dass wir dann auch in uns immer weiter von unserer eigenen Lebendigkeit entfernen und dass wir unsere eigenen Bedürfnisse so feste und effektiv unterdrückt haben, dass wir die gar nicht mehr spüren. Deshalb sind wir alle ein bisschen diesen Automaten und Robotern ähnlicher geworden. Auch wir schon, unsere Generation. Kinder bringen wir jetzt in diese Situation, wo das wahrscheinlich noch schlimmer in diese Richtung geht. Und nun hätten wir uns gerne verändert. So. Und da habe ich eben gesagt, das, was man dann erstmal vergessen muss, ist diese Idee, Vorstellung, nackte Idee, Wahnvorstellung, man könne einen anderen Menschen verändern. So, das was aber, was man aber ein Mensch kann sich schon verändern, das haben wir auch gesagt. Das Leben ist eigentlich ständige Veränderung. Nur, dass das Leben sich nach meinen Vorstellungen zurechtbiegen lässt, das müsste ich mir mal langsam aus dem Kopf schlagen. Also, aber was ich machen kann, ich kann einen anderen Menschen, ich kann Sie, die Sie jetzt hier zuhören und zuschauen, ich kann Sie einfach mal einladen. Ich könnte Sie mal einladen, sich zu verändern. Und dann merken Sie schon gleich, wie da der innere Widerstand kommt. Deshalb lade ich Sie auch nicht ein, sich zu verändern, weil ich ja weiß, Sie würden sich schon verändern, aber nur dann, wenn das Ergebnis dieser Veränderung für Sie richtig toll wäre, wenn Sie sagen würden, wow, wenn ich das machen könnte und dann hätte ich das, dann ändern sich die Leute sofort, selbst und freiwillig. Also muss man gucken, ob es irgendetwas gibt, was den Menschen so sehr gefällt, dass sie bereit sind, den Mist, den sie gegenwärtig im Kopf haben, einfach auszumisten. Also aufzuräumen in der Birne. All das, was einem so hindert am Lebendigsein, einfach raushauen. Da gibt es drei Möglichkeiten, wie das passieren kann. Zwei davon würde ich, also die erste würde ich überhaupt nicht empfehlen. Die ist ziemlich hart. Das ist die ganz harte Nummer für die ganz Unverbesserlichen, die machen immer so weiter wie bisher und versuchen immer besser zu funktionieren. Die wollen dann Karriere machen, die werden immer erfolgreicher und dann noch und noch und noch. Und dann kriegen sie einen Burnout aus die Maus. Früher hat man das ja Depression genannt, aber bei Burnout weiß man ja gleich, der hat sich auch richtig angestrengt, sonst wäre er ja nicht so ausgebrannt. Ja, und die sind dann sozusagen bei vollem Lauf gegen die Wand geklatscht. Und dann wäre das jetzt eine große Chance, kann man schon ahnen. Also jetzt ist er ja wirklich sozusagen mal in einer Situation, wo er sich nochmal überlegen könnte, was er mit seinem Leben anfängt. Die Erfahrung zeigt uns, das wissen Sie auch alle, die meisten rappeln sich wieder auf und machen so weiter wie bisher und denken, sie sind nicht schnell genug unterwegs gewesen und machen es noch stärker. Noch mehr vom Alten heißt es dann immer. Da ist die Krise sozusagen in ihrer Chancenhaftigkeit vertan. Und das geht den meisten so, ganz wenige rappeln sich und werden anders. Die kennt man auch gelegentlich. Dann verschenken die ihre ganzen Besitztümer, wollen den ganzen Kram nicht mehr haben. Die haben sich richtig total verwandelt. Aber da klappt dann meistens auch das, was sie bisher um sich herum so aufgebaut haben. Das klappt dann auch nicht mehr. Also die mit der Frau und dem oder dem Partner, da geht es dann auch nicht mehr so gut. Und die Freunde, die verstehen einen auch nicht mehr, wenn man auf einmal so eine ganz andere Vorstellung davon hat, worauf es im Leben ankommt. Und dann wird man manchmal auch ein bisschen einsam, wenn man so zur Vernunft gekommen ist. Ist ja auch logisch, inmitten von lauter Verrückten ist dann derjenige, der zur Vernunft kommt, natürlich immer ein bisschen einsam. Ja, die zweite Variante ist schöner, aber die ist so selten. Also das ist die, dass ich irgendwo diese Sternstunde erlebe. Also, dass ich plötzlich irgendwie in eine Situation komme. Also, im Theater zum Beispiel kann das passieren. Oder wenn ich ein Buch lese. Oder im Kino manchmal. Oder im Konzertsaal, wenn eine tolle Musik ist. Oft auch in der Natur. Ich stehe da plötzlich vor so einem Baum und dann befällt es mich. Dann falle ich auf die Knie und kriege das Gefühl, wow. Wie schön ist denn das? Was ist denn das für eine Welt? Und was ist da in mir für ein Reichtum, der die ganze Zeit hier so funktionalisiert worden ist? Ich bin ja überhaupt nicht mehr lebendig gewesen, sag ich dann, denke ich, fühle ich. Und dann laufen mir die Tränen runter. Kann gut passieren, dass einem so eine Sternstunde unterkommt. Manchmal geht es auch in der Begegnung mit einem anderen Menschen, der einen daran erinnert, dass da noch was ist, außer zu funktionieren.
leider ist es auch hier so, dass die meisten Menschen diese Sternstunde verpassen, weil dann ist der Film zu Ende oder das Buch hat man zu Ende gelesen und dann schüttelt man sich nochmal so und dann macht man weiter wie bisher. Da war es dann verpasst. Aber man hätte es auch wahrnehmen können. Man hätte sich mit diesen in einem selbst wach werdenden, lebendigen Bedürfnissen wieder verbinden können. Und dann, aber dann wäre man wieder so einer geworden, so ein anderer, der nicht in die Welt passt. Ich glaube, dass das auch ein Grund ist, weshalb sich die meisten Leute dann schütteln. Ich glaube, dass häufig sowas erlebt wird und die meisten sagen, nee, kann ja nicht sein. Und dann gehen sie raus aus dem Kino und machen so weiter wie bisher. Ja, und nachdem ich schon lange genug nachgedacht habe, habe ich dann noch eine dritte Möglichkeit gefunden. Die finde ich wirklich interessant. Die will ich Ihnen noch zum Schluss ein bisschen mit auf den Weg gehen. Die hat was mit dem Buch zu tun. Das ist mein Werbeblock. Man könnte auch versuchen, andere Menschen irgendwie dazu einzuladen, vielleicht auch zu inspirieren oder auch einfach nur zu ermutigen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Also stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt die Eltern von so einem gebeutelten Kind, was also versucht, als allen recht zu machen, was dann also hier im Homeschooling da zu Hause den ganzen Tag rumhockt und schon die Lust und auf alles verloren hat, dann kann es sehr leicht passieren, dass sie auch die Geduld verlieren, dass sie auch die Schnauze voll haben, so, und dass sie auch mal dann, kommt sicherlich vor, sollte nicht, aber wir sind ja auch nur Menschen. Und ich glaube, das ist keine gute Idee, dass man dann sozusagen auch noch selber wütend wird darüber. Das ist ja praktisch, ist auch ein bisschen kindisch in so einer Situation. Und wir hätten als Erwachsene die Möglichkeit, darüber nachzudenken und könnten auf die Idee kommen. Und dazu würde ich Sie gerne einladen, einfach mal ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das hört sich gut an. So. Einfach mal ab jetzt nichts mehr machen, was einem nicht gut tut. Also nicht mehr jedes Mal, wenn man an so einem Bäckerladen vorbeikommt, da reinlaufen und irgend so ein Teil da kaufen und essen, wo man genau weiß, das tut einem nicht gut, kommt einem auch nicht. Und auch nicht mehr an Orten essen, wo es einem nicht gut tut. Auch nicht mit einem schlechten Gewissen. Weil das ist doch furchtbar, so ein billiges Steak, über das ich mich früher immer gefreut habe, weil es so kostengünstig war und das Preis-Leistungs-Verhältnis so toll war. Dann ziehe ich mir dieses Steak da rein auf den Grill und weiß doch genau, wie die Schweine gehalten worden sind, aus denen dieses Steak gemacht worden ist. Das schmeckt mir nicht. Also das tut mir nicht gut. Ich mag nichts essen mit schlechtem Gewissen. Und das könnte dann sein, dass ich sage, sowas esse ich nicht mehr. Ich laufe auch nicht mehr mit Klamotten rum, die ich irgendwo billig gekriegt habe und dabei gleichzeitig weiß, wo die hergestellt worden sind und unter welchen Bedingungen. Ich gucke mir auch im Fernsehen diesen ganzen Schrott nicht mehr an. Und diese ganzen Kriminalfilme jeden Abend, wo ich anschließend nicht schlafen kann, bin ich denn der Leo? Und diese bescheuerten Diskussionen, wo die dauernd dasselbe sagen. Eine Expertenrunde nach der anderen. Abschalten, so. Und dann habe ich plötzlich Zeit, kann ich mich fragen, was mache ich denn mit diesem wunderschönen Abend, den ich mir hier geschenkt habe? Vielleicht habe ich einen Partner oder eine Partnerin, vielleicht gehe ich tanzen mit der im Wohnzimmer. Draußen geht's ja nicht. Vielleicht hören wir uns ein bisschen Musik an, vielleicht trinken wir eine Flasche Wein, weißt du, Kuckuck, es wird uns schon was Gutes einfallen. Und am Ende werden wir sagen, wow, was sind wir für Helden? Haben wir das aber toll hingekriegt, einfach mal abgeschaltet und das getan, was uns gut getan hat. Das ist liebevoll zu sich selbst sein. So, und dann merken Sie, was dann passiert. Wenn Sie anfangen, ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein, dann erleben Sie, dass Sie wieder Gestalter Ihres eigenen Lebens sind. Das heißt, dieses tiefe Grundbedürfnis, was Sie mal hatten, bevor Sie zu Spalierobst gemacht worden sind, das kriegen Sie wieder. Plötzlich merken Sie, hey, ich bin das, der bestimmt, wohin die Äste wachsen. Die mögen mich da zwar anbinden, aber das mache ich nicht mehr mit. Tagsüber lasse ich mich anbinden, aber abends und in meiner Freizeit. Und wenn mal gerade Corona nicht angesagt ist, dann mache ich doch, was ich will. Das können Sie sogar im Knast. Selbst als Häftling in Ihrer Zelle können Sie entweder mit dem Kopf gegen die Wand, bis der blutig ist, oder Sie setzen sich mal irgendwie auf Ihre Pritsche und fragen sich, ob Sie nicht irgendwas machen können, was Ihnen einfach ein bisschen gut tut. Da wird Ihnen schon was einfallen. Selbst im Knast kann man sich sozusagen seine Freiheit wieder beschaffen, obwohl man Gefangener ist. Aber indem man
selbst wieder zum Entscheider dessen wird, was man sich antut und wie man mit sich selbst umgeht. Großartig. Und indem man das tut, verbindet man sich ja auch wieder mit seinen lebendigen Bedürfnissen. Also dann achte ich ja auch wieder auf das, was mir gut tut. Dann spüre ich meinen Körper wieder. Dann habe ich schon jahrelang nicht mehr gespürt, wie der Rücken immer gerufen hat. Hallo Kumpel, du musst dich ein bisschen bewegen und nicht den ganzen Tag vor dem Monitor rumsitzen. Nee, merke ich wieder. Will er mir wieder was sagen? Und dann lasse ich ihn nicht mehr alleine, bis er am Ende vollkommen verklebt und verhärtet ist und lauter solche Auswüchse kriegt, wo der Arzt mir dann sagt, ihr Rücken ist total abgenutzt, der muss operiert werden. Nee. Sag ich, hallo mein lieber Rücken, schön, dass du dich gemeldet hast. Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang, wir zwei, damit du dich nicht so versteifen musst. Und dann könnte es sein, dass man mit seinem Rücken noch ein ganzes Leben lang sehr glücklich ist. Also da geht immer was. Man kann jederzeit anfangen, etwas liebevoller mit sich umzugehen. Und dann passiert das große Wunder, wenn man nämlich anfängt, mit sich selber umzugehen, dann führt das dazu, dass man auch in seine eigene innere Kraft wieder zurückkommt. Und dann spürt man wieder, wie man so eine eigene innere Stärke gewinnt. Und dann ist man jemand, der nicht mehr bedürftig ist. Bedürftig ist einer, der mit ungestillten Bedürfnissen rumläuft. Und wenn ich kein Bedürftiger mehr bin, dann muss ich auch nicht ständig von anderen was kriegen. Dann habe ich die Kraft, was zu verschenken. Und jetzt bin ich wieder bei den Kindern und bei ihnen selbst. Dann nehmen sie sich jeden Moment, den sie haben, und genießen sie das Leben. Nehmen sie ihre Kinder, wenn die tagsüber in diesen Corona-Bedingungen unterwegs waren, fangen sie an, spielen sie mit denen, singen sie mit denen, tanzen sie mit denen, machen sie sich das Leben schön, schenken sie diesen Kindern das Gefühl, dass das Leben ein Fest ist. Nicht den ganzen Tag können sie es ja nicht, weil Corona ist, aber wenigstens, wenn sie bei ihnen zu Hause sind. Und hören sie auf, sich als Handlanger unseres Bildungssystems oder dieser Schulen zu begreifen. Wenn die ihren Lehrplan nicht schaffen, ist das ihr Problem. Sie müssen nicht mit den Kindern zu Hause auch noch das machen, was der Lehrer den ganzen Tag macht. Machen Sie es Ihren Kindern schön, schenken Sie Ihren Kindern Ihre Zeit und noch schöner Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Präsenz und natürlich Ihre Freude. Aber was wollen Sie denen für eine Freude schenken, wenn Sie sich selber nicht über sich selber freuen? Also das könnte der Schlüssel sein. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie es hinkriegen. Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Wenn nur einer von Ihnen auf die Idee kommt, etwas liebevoller mit sich selber umzugehen, hätte es sich schon gelohnt. Tschüss. Vielen Dank für diesen schönen und bewegenden Vortrag. Es ist uns eine große Freude, dass Sie heute hier sind und dass Sie diesen Vortrag, aber auch Ihre Arbeit im Allgemeinen nutzen, um den Kindern eine Stimme zu geben in dieser sehr schwierigen Zeit. Wir haben auch einige Fragen bekommen. Wir haben im Vorfeld zum Vortrag gefragt, ob unsere Teilnehmer, Zuschauer irgendwelche Fragen haben, die sie in diesem Kontext an Sie richten möchten. Und da sind einige Fragen eingegangen. Eine davon haben Sie eigentlich jetzt zum Schluss schon weitgehend beantwortet. Ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal, falls Sie noch irgendwas ergänzen möchten. Da schreibt ein junges Elternpaar: Was raten Sie uns als Eltern, um unsere Kinder zu schützen? Wir haben Kinder im Alter von 9 und 6 Jahren, falls das wichtig ist. Es ist schon gut, dass wir das nochmal ansprechen können, weil es mir dann einfach nochmal diese Gelegenheit gibt. Wir können im Augenblick an diesen ganzen Maßnahmen und Vorschriften nichts ändern, aber wir können jede Minute, die wir mit den Kindern zusammen sind, nutzen, um den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie noch lebendig sind, dass sie nicht funktionieren müssen und dass man mit denen spielen kann. Übrigens gibt es da auch Dinge, da muss man auch nicht immer mit denen zusammen sein. Also mein Lieblingstipp ist immer, holen Sie sich mal endlich so einen alten mechanischen Wecker vom Dachboden wieder runter und geben Sie dem kleinen Jungen dann mal so einen Schraubenzieher und sagen Sie ihm, er könnte da mal jetzt diesen Wecker auseinandernehmen. Der hat 3 Stunden zu tun. Und der hat Ihnen am Ende hat er Ihnen die ganzen Rädchen und Schräubchen alle auf dem Tisch sortiert. Und dann war er beschäftigt, hatte das Gefühl, dass er was Sinnvolles tut, hat dabei viel gelernt, wie so ein Wecker auseinandergeht. Und dann können Sie sich mit ihm zusammen freuen. Und wenn Sie richtig gut sind als Vater, können Sie dann versuchen, mit dem Jungen den Wecker wieder zusammenzubauen. Das wäre mal eine saubere Leistung. Vielen Dank für die schöne Inspiration. In der nächsten Frage heißt es:
Unsere Kinder lernen zurzeit in der Schule mit der gleichen Selbstverständlichkeit eine Maske zu tragen, wie sie eine Hose, Schuhe oder ein Oberteil tragen. Welche Auswirkungen kann es auf die Entwicklung eines Schamgefühls haben, wenn es für Kinder Normalität ist, ihre Mund- und Nasenpartie außerhalb des familiären Umfelds immer zu verdecken? Man kann dem Kind ja deutlich machen, dass das nur außerhalb des familiären Umfeldes eine Pflicht ist, auf die sich diese Gesellschaft im Augenblick geeinigt hat. Und man macht das als Eltern jetzt auch mal so, aber bloß nicht dort, wo es nicht nötig ist. Also nur dort, wo es unbedingt nicht zu vermeiden ist. Und dann zieht man diese Masken und diese Abstandsregeln überall dort runter, wo es geht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass das Kind nicht das Gefühl von den Eltern vermittelt bekommt, dass es gar nicht mehr geht, sondern es geht nur in bestimmten Kontexten nicht. So, und dann bleibt das jederzeit noch eine Option, dass man es wieder wegtut. Und damit bleibt auch dann die Erfahrung, dass man nun nicht die ganze Zeit glaubt, dass alle Menschen mit der Maske rumlaufen, sondern da wissen die Kinder, es gibt bestimmte Konstellationen, in denen man sich geeinigt hat, dass man da diese Regeln da einhält. Aber das ist nicht das ganze Leben. Das sind besondere Konstellationen, die man genau definieren kann. Und das, was dabei so wichtig ist, ist ja nicht nur, dass das Kind, also ich weiß nicht, ob Schamgefühl dafür das Richtige ist, weil was viel wichtiger ist, ist, dass Kinder lernen müssen, eine nonverbale Sprache zu verstehen. Und bevor Kinder sprechen lernen, verbal, haben die alle diese wahnsinnige Fähigkeit schon erlernt, in den Augen und im Gesicht ihres Gegenübers, also am besten der Mama, zu erkennen, wie es der geht. Also die können sozusagen, ohne dass sie verstehen, was man sagt, können die verstehen, was man sagen will. Das ist die nonverbale Kommunikation, ist die eigentlich wahrscheinlich viel, viel wichtigere Kommunikationsform, die wir brauchen als Menschen. Weil Worte können immer missverstanden werden. Und wenn jetzt Kinder über so einen langen Zeitraum mit diesen Masken umherlaufen und auch nur noch mit Erwachsenen, dazu noch mit wichtigen Bezugspersonen, das wären dann die Betreuer und die Lehrer, konfrontiert sind, die alle so bedeckt sind, wo man die Mimik gar nicht mehr sieht, dann ist es zwangsläufig so, dass die Kinder diese mimischen Signale nicht mehr so wichtig finden. Und dann achten die da nicht mehr so drauf. Und das führt dann dazu, dass die dann auch nicht so richtig lernen, diese Mimik zu lesen. Und das werden dann später welche, die hören immer nur, was einer sagt, aber die verstehen nicht, was er meint. Und diesen Unterschied, das muss man sich als Eltern mal klar machen, dass man möchte ja Kinder, die sozusagen hinter die gesprochenen Worte schauen können. Die verstehen, warum einer irgendwas sagt und was der damit wirklich meint. Und das geht nicht, wenn man diese nonverbale Sprache nicht hinreichend gut beherrscht. Und unter diesen Corona-Bedingungen lernen das die Kinder nicht so gut. Und auch hier wieder zu Hause das Ding abmachen, so oft es nur geht, damit die Kinder wieder eine Mimik sehen und diese Mimik den Kindern auch zeigen. Die müssen wissen, wie ein Gesicht und wie ein Mund aussieht, wenn sich jemand freut. Vielen Dank. Damit ist jetzt schon sehr viel auch für die nächste Frage mit vorweggenommen. Ich lese sie trotzdem noch mal vor. Soweit ich weiß, funktioniert bei sehr kleinen Kindern vieles in der Emotionsregulation und dem Erlernen von Empathie über Spiegelneurone. Wie wirkt es sich auf diese Entwicklung aus, wenn Kinder in diesem Alter häufig mit Menschen in Kontakt sind, deren Gesicht sie aufgrund einer Mund-Nasen-Bedeckung nur zur Hälfte sehen können? Zum Beispiel kleine Kinder, die durch eine Notbetreuung viel Zeit in einer Kinderkrippe verbringen. Ja, das haben wir eben schon gesagt. Ich persönlich möchte dazu noch mal anmerken, dass ich diese Erklärung mit den Spiegelneuronen eigentlich ziemlich umständlich finde. Ich weiß auch gar nicht, ob das so eine Riesenrolle spielt. Wir haben, und jedes Kind hat im Hirn bestimmte Netzwerke, mit denen es sich vorstellen kann, zum Beispiel wie es Purzelbaum macht. Wenn es das einmal geübt hat, dann kann sich das Kind vorstellen, wie es das machen muss, dass es jetzt wieder Purzelbaum macht. Und wenn es einem anderen Kind zuschaut, was Purzelbaum macht, dann macht es das im Kopf mit. Aber es macht das, und das nennt man dann Spiegelneuronen, ne? Hat man ja so rausgekriegt, dass da Affen irgendwie zugeguckt haben, wie andere Affen Bananen gegessen haben, und da waren die gleichen Nervennetzwerke im Hirn aktiv wie bei denen, die real Bananen gegessen haben. Und weshalb ich diese Spiegelneuronen-Geschichte nicht so gerne mag, ist, weil es einem nicht klar macht, wie sehr wir sozusagen diese Vorstellungen, wie eine Handlung ausgeführt wird,
in uns selbstständig aufrufen. Das heißt, das Kind muss auch dieses innere Bild aufrufen, und das nennen wir dann eben nicht Spiegelneuronen, aber es braucht dieses innere Bild, wie ein Purzelbaum geht, sonst kann es keinen machen, bricht sich das Genick. Bei uns würde das jetzt so sein, wenn man sich vorstellte, dass man einen Rat schlagen möchte, ohne vorher sich hingestellt zu haben und sich zu überlegen, wie das geht. Man ruft das Bild auf und dann macht man das. Sportler machen das, wenn die zum Beispiel die Abfahrtsfahrer am Hang, wenn die da oben stehen und das Slalom-Dings da vor sich haben, dann gehen die in Gedanken das ganze Ding durch und dann fahren sie los. Wer da losfährt, ohne sich das alles vergegenwärtigt zu haben, was er da eigentlich jetzt tun will, der schafft das nicht. Das heißt, wir brauchen immer so eine Art inneres Bild davon, was wir tun wollen. Und dazu gehört dann eben auch dieses innere Bild, was Kinder dann erwerben, wenn sie erwachsene Vorbilder haben, anhand derer sie diese inneren Bilder herausformen. Und da geht es nicht nur um diese Mund- und Nasenbedeckung, sondern da geht es auch um die Einstellung, die diese erwachsenen Vorbilder gegenüber solchen Maßnahmen haben. Und da kann man Kinder verschrecken, indem man so tut, als sei das furchtbar gefährlich jetzt mit diesen Mund-Nasen-Bedeckungen. Und dann kriegen die davor eine Panik. Damit hat man dem Kind aber nicht geholfen. Also ich kenne Eltern, die haben dann durchgesetzt, dass ihr Kind in der Schule mit einem ärztlichen Attest das Ding nicht mehr aufsetzen musste. Ergebnis davon war, die sind in der Schulklasse von allen anderen Kindern gemobbt worden. Das war keine schöne Schule mehr für die. Das heißt, damit hilft man dem Kind ja nicht wirklich. Man hätte ihm wahrscheinlich eher geholfen, seine eigene Angst da ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, okay, dann ziehst du das Ding dort auf, wo es notwendig ist, und wo es nicht notwendig ist, tust du es ab, so schnell du kannst. Fertig. Dann hätte das Kind nicht Angst haben müssen und dann so auf eine Art und Weise ihre Hilfe in Anspruch nehmen müssen, die eigentlich keine wirkliche Hilfe war. Also wenn Eltern eine Maskenbefreiung für ihre Kinder erwirken, dann ist das nichts, was das Kind selber gemacht hat. Sondern man hat dem Kind versucht, ein Problem zu lösen. Und das wäre aber wahrscheinlich besser gewesen, man hätte es mit dem Problem nicht ganz alleine gelassen, aber hätte ihm gesagt, hey, das ist eben jetzt mal so, in der Schule ziehst du das Ding halt auf, aber sobald du kannst, tust du es wieder runter. Dann hätte das Kind selbst ein inneres Handlungsmuster gefunden, damit umzugehen, hätte sich auch wieder als selbstwirksam erlebt. Vielen Dank. Die nächste Frage ist eine ganz persönliche Frage von einer jungen Mutter. Sie schreibt, unser Sohn wird im August 3 Jahre alt. Eigentlich war geplant, dass er ab kommendem September in einen Kindergarten geht. Doch nun machen wir uns Sorgen, dass sich der veränderte Umgang der Erzieher und Erzieherinnen mit den Kindern negativ auf ihn auswirkt. Außerdem befürchten wir, dass die Eingewöhnung im Wechsel mit möglicherweise immer wieder auftretenden Schließungen für viel Verwirrung und Unsicherheit sorgt. Auf der anderen Seite halten wir soziale Kontakte für wichtig und wünschen uns, dass unser Sohn Erfahrungen mit Gleichaltrigen sammeln kann, zumal dazu bisher Corona-bedingt auch sehr wenige Möglichkeiten bestanden. Haben Sie bezüglich dieser Abwägung einen Rat für uns? Also, versuchen wir es mal mit dem liebevoll. Also, wenn Sie liebevoll zu sich selbst sind, dann kriegen Sie doch ein feines Gefühl dafür, was Ihnen gut täte. Und wenn es Ihnen nicht gut tut, das Kind in so eine Einrichtung zu tun, dann machen Sie es nicht. Das könnte aber dann dazu führen, dass Sie dann erstmal auch nicht arbeiten können, weil das Kind nicht betreut ist. Und wenn Ihnen das aber auch nicht gut tut, dass Sie nicht arbeiten können, dann müssen Sie gucken, was Ihnen besser tut. Entweder dieses ruhige Gewissen, dass Sie sagen, ich möchte jetzt noch für mein Kind da sein, oder es ist mir unbedingt wichtig, im Arbeitsleben wieder Fuß zu fassen, und dann gebe ich das Kind in die Krippe. Und dann tut es Ihnen nicht gut, wenn Sie sich nicht entscheiden. Sie müssen sich dann verdammt nochmal entscheiden. Das will man dann immer nicht, aber das ist dieses Hin- und Hergeleiere, macht eigentlich beides kaputt. Wir werden nicht richtig in die Arbeit gehen können und können das Kind auch nicht mit ruhigem Gewissen in der Kinderkrippe abgeben. Und natürlich haben Sie noch die Möglichkeit, sich eine ganz schöne Alternative zu suchen. Sie können, es gibt Waldkindergärten, da geht das alles anders. Es gibt auch die Möglichkeit, eine kleine Kindergruppe zu bilden mit jemand, wo die sozusagen in einer Art privaten kleinen Gruppenbetreuung sind. Also man hat da noch eine ganze Reihe mehr Möglichkeiten.
Die wird man aber nur suchen, wenn man sich selbst dafür verantwortlich fühlt, dass man es sucht. Wenn man wartet, dass von der Stadt oder von irgendjemandem ein Angebot gemacht wird, dann muss man eben das Angebot nehmen, so blöd es dann auch sein mag. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage lautet: Man hört und liest bei Diskussionen über die Maßnahmen immer wieder das Argument, die Maßnahmen an sich wären für Kinder überhaupt kein Problem. Die Kinder würden nur darunter leiden, wenn ihre Eltern coronakritisch eingestellt seien und ihren Kindern einreden würden, dass die Maßnahmen belastend seien. Was sagen Sie dazu? Ja, die Menschen, die jetzt diese Maßnahmen befürworten, müssen ja irgendwelche Gründe angeben. Die können ja nicht damit zufrieden sein, dass man dann sagt, aber das führt zu langfristigen Schäden auf der Seite der Kinder. Also das ist unverständlich. Ich würde auch so argumentieren, wenn ich so ein Befürworter wäre. Aber ich würde mich auch nicht davon beeindrucken lassen, wenn ich für mich selbst eine eigene Entscheidung getroffen habe, wie ich das mit meinen Kindern handhaben will. Würde ich sagen, dann müssen Sie es halt so machen. Und ich mache das mit meinen Kindern anders. Merken Sie, worauf ich hinaus will? Wir müssen aus diesem kollektiven Zwang raus. Es wird nicht möglich sein, dass alle Eltern sich einig sind. Also liebevoll zu allen zu sein, ja, erstmal zu mir selbst. Wenn ich das hinkriege, habe ich ja schon die Hälfte gewonnen. Und deshalb, Sie müssen das für Ihr Kind entscheiden. Und sich nicht durcheinander bringen lassen von irgendwelchen Leuten, die dann andere Vorstellungen haben. Und vielleicht kann man sich noch fragen, was die Gründe sind, weshalb die anderen so argumentieren. Und viele von denen haben überhaupt keine Kinder. Die können natürlich locker daher sagen, das schadet nichts. Ich will nur mal, da wird dann auch häufig gesagt, die Kinder verkraften das schon, das verwechselt sich. Da erinnere die, die das sagen, erinnere ich sehr gerne an die vielen kleinen Mädchen, die vergewaltigt werden von irgendeinem Onkel zu Hause. Das ist sexueller Missbrauch in übelster Form. Auch diese Jungs von Pädophilen und sowas. So, und die sind früher immer nicht beachtet worden. Das hat sich, wie man das so genannt hat, damals verwechselt sich wieder. Brauchen wir ja nicht uns drum zu kümmern, ist ja noch ein Kind, wird sich schon wieder verwachsen. Ja, nichts da verwachsen. Das ganze Leben haben die sozusagen so zugebracht, dass die sich nie wieder einem Mann hingeben konnten, weil der die so missbraucht hat. Da kommt man mit dem Argument, ach, ist doch schön, wie sich jetzt daran halten, das macht denen doch offenbar gar nichts aus. Das ist ein sehr oberflächliches Argument. Das kann nur jemand formulieren, dem das Wohl und Wehe dieser Kinder in keiner Weise am Herzen liegt. Vielen Dank für diese klaren Worte. In der nächsten Frage heißt es: Es heißt ja, dass Kinder später die ersten bewussten Erinnerungen an ein Alter von circa 2 oder 2,5 Jahren haben. Welche Auswirkungen auf ihr späteres Leben kann es haben, vor diesem Alter zahlreiche frühkindliche Erfahrungen in einer durch Abstands- und Hygieneregeln dominierten Welt zu machen, auf die sie später nicht mehr bewusst zugreifen können? Wir sagen immer, dass Kinder noch kein Bewusstsein dafür entwickeln können, was ihnen so in diesen ganz kleinen frühen Jahren zugestoßen ist. Und das hängt damit zusammen, dass man offenbar eine Sprache braucht, um das, was einem passiert ist, auch in Wortbilder und damit in vermittelbare Vorstellungswelten zu übersetzen. Und deshalb, man kann sagen, wenn die Kinder noch nicht reden können, können sie auch nicht erzählen, was passiert ist, auch nicht sich selbst. Und dann wird beispielsweise, wenn wir es jetzt mal richtig hart machen, ein Trauma, was vor dem Spracherwerb stattgefunden hat, das wird nicht im Bewusstsein verankert, so dass es dann später auch erzählt werden kann, sondern es wird im Körper verankert, in der Körperhaltung, irgendwie in der Art und Weise, wie das Kind sich bewegt. Das heißt, da ist die Verankerung auf einer anderen Ebene angesiedelt, aber es ist eben trotzdem oftmals das ganze Leben lang eine riesige Belastung, dass das jetzt im Körper steckt. Und das ist viel schwerer zu therapieren als ein Trauma, was bewusstseinszugänglich ist, über das man wenigstens irgendwann mal lernen kann zu sprechen. Wir haben eine ganze Generation von jetzt älter werdenden Personen, die haben als kleine Babys im Luftschutzkeller die Bombenangriffe erlebt. Die erleben manchmal jetzt noch als 70-Jährige oder 80-Jährige, wie da plötzlich ein bestimmtes Geräusch dazu führt, dass die völlig erstarren und kriegen sie Herzrasen und werden ohnmächtig. Das ist das Trauma, was im Körper steckt. Hat nie jemand heilen können. Damit haben sie einfach leben müssen.
Und die entscheidende Frage heißt aber jetzt, ob das wirklich für so diese bis Dreijährigen wirklich eine ernsthafte Belastung darstellt. Das glaube ich nicht. Also wenn die Eltern einigermaßen alle Tassen beisammen haben und auch die Erzieher, wo man die dann hingibt, von denen ein bisschen angeguckt werden und man nicht die Idee hat, dass das Zwangsneurotiker sind, dann wird so ein kleines Kind immer genügend Lebendigkeit besitzen, um sich die Maske und was es da noch so für Abstand und sonstige Regeln gibt, die Maske runterzunehmen und das alles zu durchbrechen. Das ist ja der Grund, weshalb man die einfach auch gar nicht so richtig einsperren kann, Gott sei Dank. Und dann leiden die auch nicht so sehr. Wenn die sich wehren können gegen unsere Zwangsmaßnahmen, dann haben sie sogar damit eine große Lernerfahrung gemacht, dass sie nämlich sich auch mal durchsetzen können, wenn die Erwachsenen gar zu blöd werden. Vielen Dank. Das Thema der nächsten Frage wurde, haben wir auch schon kurz angesprochen. Da schreibt ein Vater: Meine 7-jährige Tochter ist aufgrund einer schweren Erkrankung durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit. Trotzdem lässt sie sich nicht dazu bringen, ohne Maske zur Schule zu gehen, weil sie Angst vor unangenehmen Fragen und Ausgrenzung durch andere Schüler hat. Sie leidet sichtlich unter den Fragen der Maske, nimmt das jedoch in Kauf. Wie kann ich ihr in dieser schwierigen Situation am besten helfen? Wir hatten das vorhin schon gesagt, dass es wahrscheinlich sehr viele Kinder gibt, die so eine Situation hatten und die ausgegrenzt werden und gemobbt werden. Ich glaube, das Beste, also wenn ich dieser Vater wäre, ich würde das Kind krankschreiben lassen und für ein halbes Jahr aus dem Unterricht rausnehmen. Aus dem Haus, weg mit dem ganzen Theater. Und dann wieder in die Schule schicken, wenn da wieder vernünftige Verhältnisse herrschen. Dann ist die Bedeutung der Schule nicht mehr so groß wie dieses Wohlergehen meines Kindes. Auch hier muss ich wieder eine Entscheidung treffen. Will ich, dass das keinen Unterricht versäumt, damit es pünktlich fertig ist und dann Abitur macht? Oder möchte ich, dass das Kind sozusagen gesund und bei sich bleibend und lebendig bleibt? Und dann muss ich vielleicht einfach sagen, ich lasse diesem Elefanten Schule die Luft raus. Vielen Dank. Die nächste Frage lautet: Die Maßnahmen der Politik erzeugen in meinen Augen im Allgemeinen eine sehr kinderfeindliche Welt. Viele junge Paare, die aktuell vor der Entscheidung stehen, Kinder zu bekommen, fragen sich, ob sie guten Gewissens Kinder in eine derartige Welt setzen können. Was würden Sie diesen Paaren sagen? Also, wenn die betreffenden Fragenden jetzt hier wären, würde ich sie einfach mal fragen, was sie glauben, wofür Politiker da sind. Die sind da nicht da, um die Kinder zu schützen. Die sind da, das Land in seiner Wirtschaftsstruktur aufrechtzuerhalten, dafür zu sorgen, dass alles einigermaßen läuft. Und die meisten von denen werden auch den Wunsch haben, wiedergewählt zu werden. So, und dafür tun sie jetzt alles, damit sie möglichst wiedergewählt werden, weil sie haben ja diesen Wunsch, langfristig was zu gestalten. Was muss man denn tun in einem Land, wo vorwiegend alte Leute sind, damit man wiedergewählt wird und Mehrheiten gewinnt? Muss man die Erwartungen der Alten erfüllen, die da 2/3 der Bevölkerung ausmachen und nicht die 10% jungen Eltern, die da auch noch irgendwas wollen. Das ist wahltechnisch ungünstig, wer sich so verhält. Es sei denn, man hat einen Politiker, der sagt, die Zukunft unseres Landes hängt davon ab, wie gut wir diese junge Generation ins Leben hinaus begleiten. Und deshalb sind die Entscheidungen, die wir für die treffen, viel maßgeblicher für unser Leben als die Entscheidungen, die wir für die Alten treffen. Nur dann müsste so ein Politiker in der Lage sein, den Alten wie mir zu erklären, warum es künftig nur noch halb so viel Rente gibt. Und ich nicht hier überall kostenlos diese ganzen Angebote kriege, sondern dass ich da wirklich ordentlich dazu beizutragen habe, mit dem, was ich mir im Laufe des Lebens als Besitztümer so angeeignet habe, das hätte ich dann auch da abzugeben. Habe ich eine Wohnung, ein Einfamilienhaus, was ich noch vermiete? Und man hat ja so manches. Ja, weg damit. An junge Familien abgeben, Feierabend enteignen. Das müsste jetzt ein Politiker den Alten erklären, dass sie das wollen. Wenn er es zwanghaft macht, kriegt er eine Revolution, ist er abgewählt. Die müssten sozusagen alle den Wunsch haben, ihre Besitztümer da abzugeben, damit die jungen Familien ihre Kinder gut großziehen können, damit unser Land eine Zukunft hat. Und wenn ich das so formuliere, dann merkt man schon, das dauert noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Lieber Herr Dr. Hüther,
Ich bedanke mich von ganzem Herzen für diesen bewegenden, hoffnungsvollen und hilfreichen Vortrag. Danke für das Rückgrat, das Sie mit Ihrer Arbeit im Allgemeinen, aber auch gerade jetzt in diesen Krisenzeiten beweisen. Sie haben uns mit Ihrem Vortrag genau das an die Hand gegeben, was wir aktuell wirklich brauchen. Wir, das meint grundsätzlich alle Menschen, die auf irgendeine Art und Weise mit Kindern zu tun haben, aber natürlich auch ganz besonders Eltern. Und zwar Hilfestellungen, wie wir alle bestmöglich dazu beitragen können, dass sich Kinder auch inmitten der Corona-Maßnahmen als freie, selbstbestimmte und glückliche Menschen entwickeln können. Vielen Dank.